Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir sind weiter bei Super Mario Party und zwar befinden wir uns immer noch im Pfad der Prüfung und wir müssen jetzt die Zielgerade schaffen. Wie man oben sehen kann, habe ich alle blauen Felder frei. Alle blauen? Wahnsinn, wie kann das sein? In der letzten Folge hast du es doch nicht geschafft, die Bombenreihe zu verschaffen. Ja, ich wollte euch das nicht mehr antun. Ich habe nochmal 10, 12 Spiele gebraucht, um das zu schaffen. Hab's dann endlich geschafft. Aber hab's nicht aufgenommen, weil ich dachte mir, so ein Quatsch. Hab aber ein Beweisvideo, was ich nochmal bei Twitter hochladen werde, wo ihr gerne zwischendurch mal reinschauen könnt. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt geht's weiter. Quartett komplett. So. Mit maximal ein Fehler abschließen. Eigentlich bin ich in diesem Spiel ziemlich gut gewesen, immer. Gucken wir mal. Karo finden, okay. Merken wir die Karo ganz unten links? So, der Computer muss ja wohl alles richtig nehmen, weil sonst wäre es ja wohl echt ärgerlich. Okay. Nächste. Kamek, welche Karte zeigst du mir? Kreuz. Ich nehme ja Kreuz bei mir, und zwar ganz links. Wo sich das dran ist, ne? In der Mitte. Welche Karten er verdreht? Die? Okay. Erst ab der zweiten Runde verdreht er die natürlich zweimal. Dieses Spiel ist wirklich nur schwierig, wenn man es mit Freunden spielt, ist mir mal aufgefallen. Du wolltest dir doch das merken. Nein, du wolltest dir das merken. So, ich nehme das Herz, was da so schön blinkt. Licht an mir dran. Okay, es liegt rechts fast. Rechts. Da. Geschafft haben wir es sowieso schon jetzt. Jetzt können wir noch maximal einen Fehler machen. Sag uns, wo das Peak ist. Ich merke mir das Peak ganz unten. Wir sind halt direkt vor Daisy. Muss ich natürlich schnell sein. Langsam bin ich, klappt der Computer sich dir meine Karte und dann weiß ich gar nicht mehr, wo die anderen Karten sind. So. Geschafft. Ende. Warte. Yeah, mit maximal ein Fehler abschließen. Wow. Timing per Trillerpfeife. Mindestens 35 Punkte erzielen. Okay, das kenne ich gar nicht, das Spiel. Kenne ich wirklich nicht. Habe ich aber kein Spielbrett gehabt. Ach doch, habe ich doch. Die Posen nachmachen. Konnte ich gerade nicht zuordnen. Das kenne ich doch. Holen wir es. Los geht's. Ich will 35 Punkte erzielen. So, war nicht so schwer, ne? Ich konnte nicht reden dabei, ich musste mich voll konzentrieren. Damit ich euch nicht enttäusche und hier 10-mal dieses Spiel machen muss. So, ich bin gespannt, was passiert, wenn wir den Stern voll haben in der Mitte. Ich habe mich auch nicht gespoilert und nirgendwo geguckt bei anderen, ob die das schon gemacht haben. Weil ich finde es ja irgendwie spannender selber. Okay, Pinguine, ne? Das geht ja noch. Wir können uns mal ein Spiel machen, mal zu erraten auf der Reihe, was im Spiel drankommt, bevor wir aufs Feld gehen. Denn im Hintergrund sieht man ja immer, was passieren kann. Los. So, ich warte hier und ihr jagt ihr alle zu mir. So, nächste Runde, kommt. Ganz gut, so macht man zum Spiel auch. Und die auf jeden Fall alle rein, wenn man einfach nur hier wartet. Und der Computer bringt sie alle. Oh, da habe ich. Komm, die müsst ihr auch noch holen, die kleinen Tapsis. Das kriegen wir wohl hin, ne? So, der Letzte. Holt ihn. Ich kann verstehen, dass er wegläuft. Die drei Gestalten, die hinterherlaufen, oder? Ende.
Lauf mal so drei Viechs hinter ihm her. Dann bin ich noch der hübscheste von allen. Kann ich mal sagen. So, nächstes Spielchen, Leute. Krass eigentlich, dann kommt mir gar nicht so vor, dass 80 Spiele sind, aber... Oh, in 20 Sekunden. Bomben mal schütteln, finde ich auch. Habe ich im Online-Modus ein paar Mal gespielt, finde ich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also im Online-Modus klappte das nie bei mir, dass ich das schaffe. Ich wurde auf jeden Fall immer nicht Erster. Oh, komm schon. Ende. Das gibt's nicht, das letzte Stück. Oh, naja. Ja, da war ich nicht so gut im Online. Also beim Online-Modus bin ich auch nie Erster geworden. War immer jemand schneller. Ist auch ein Trick, ich muss mal gucken. Ah, mach's nochmal. Ich war ja gar nicht so schlecht. Das ist aber dieser letzte, ne? Der ist ja 4 Giga da, der ist auch gar nicht so leicht. So, nochmal. Start! Warum dreht er sich nicht hin? Gibt's doch gar nicht. Halt! Machen wir gleich nochmal. Wo wir da wieder zu den Typen müssen. Start! Na komm! Hab ich nicht. Nochmal. Muss das Ding, halt das Ding auch gerade und alles. Irgendwie. Start. Komm. Wieder nicht geschafft. So gar nicht. Start! Los! Schafft? Mal! Start! Ruhiger hier? Und letzte. Noch raus. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Scheiße. Aber in jedem Spiel hat man seinen Nemesis, ne? Das ist meiner hier. Nein, das nicht. Eigentlich Bombending mein Nemesis gewesen. Hier müssen wir so ein paar probieren. Start! Das krieg ich doch nie wieder gerade hin, das Glas. Mal schief ist das Spiel von mir. Ah, komm, jetzt können wir mal anfangen. Keinen Sinn. Start! Das ist gar nicht schön. Werden. Komm schon. Ja! So. Ha, war doch ganz leicht. Boah, easy peasy. Zum nächsten. So weit, so gut. Wie ist mit einer Pause? Wir spielen weiter. Viel Glück. Danke. Fast geschafft. Mindestens 80% vervollständigen. Oh, das ist gar nicht so leicht, weil wenn man Computer spielt, der ist nämlich nie so gut wie einer selbst. Finde ich total fies. Oh, vielleicht? Ah. Gut, ne? So.
Geh nochmal nach rechts, Shy Guy. Boah, das ist schon ziemlich gut, ne? Ah, so, ne? Ende! Ah, sieht doch schon sehr, sehr gut aus, unser. 80% müssen es mindestens sein. Guck mal, 91 sogar. War ja schon ziemlich außer, ne? Ja, rechts daneben sah aus wie ein hübsches Gemälde. Frei interpretiert. Okay, jetzt kommt das Spiel, wo wir fliegen müssen. Ah. Bin ich eigentlich. Fand ich, war ich ganz gut da drin. Und wenn ich ganz links bin, perfekt. Kann man viel unten links erreichen. Geil gesehen, dass ich den gespielt habe. Okay, da vielleicht nicht. War hier. Okay, das war jetzt dumm. Das war jetzt. Was mache ich denn da? Kann ich nicht fliegen? Schade. Ich habe die Taktik mal eine Zeit lang benutzt, dass ich immer unten links geflogen bin, ganz viel. Und dann klappte das. Aber jetzt müssen wir wohl ganz normal fliegen. Okay. Starwing-mäßig. Los geht's. Start. Ups. Hier kommen wir immer ziemlich weit unten links fliegen die ganze Zeit. Hier kommen wirklich kaum Gegner. Lass uns die anderen doch da ein bisschen. Müssen wir kurz ein bisschen hochfliegen. Auch gar nicht so schwer. Sehr gut. Nächstes Spiel. Mindestens 20 Punkte zählen. Taktschläge, das kriege ich hin. Geht's. Oh, zu früh. Oh. Wir kriegen doch nicht so hin, wie ich dachte. Oh. Okay, machen wir nochmal. Aber ich glaube, das schaffen wir beim zweiten Mal jetzt auch. Ich kann das Spiel auch nicht, muss ich zugeben. Das habe ich noch nicht. Könnt ihr bei mir, bei meinen Let's Plays sehen? Habe ich noch nicht gehabt, das Spiel. Aber damit will ich mich nicht rausreden. Taktikspiel ist ja eigentlich nur im Rhythmus zu sein. Machen wir es jetzt gleich mal. Düdel, düdel, düdel. Düdel, düdel, düdel. Oh. Oh. Super. 20 haben wir zumindest. Sehr gut. Der Stern musste leiden da oben. Der musste leiden. So, jetzt kommt das Magnetspiel, wo wir die Kugeln sammeln müssen. Behaupte ich mal, wenn dieser Magnethain hier oben rumflattert. Macht aber irgendwie ganz viel Spaß. Wenn man so ein bisschen hin und her schieben kann. Sehen. Schon aufhalten den hier, ist er nicht so geschafft. So. Oh, keine 30 Punkte erreicht leider. Hm. Mal probieren. Runde. Oh. Ah, schaffen wir jetzt beim zweiten Mal. Wäre ja auch zu easy, wenn man alles beim ersten Mal schaffen würde. Gibt's bestimmt Leute, die können es. Hab ich ganz nett. Das geschleppt hier. Oh,
Können wir die voll bekommen hier? Ende. Sauber. Oh, jetzt kommt, glaube ich, Bowser, ne? Wie gegen Bowser? Noch eine Prüfung, gib nochmal alles. Ich werde dich aufhalten, koste es, was es wolle. Wie oft hat Bowser das schon in seinem Leben gesagt? Bevor du mich geschlagen hast, nützt es dir gar nichts, wenn du auf dem Pfad so weit gekommen bist. Ach, das ist ein... Das macht Spaß, das Spiel. Gucken, wie fit die sind. Los geht's. Start. Er ist schnell. Oh nein! Oh, warte. Oh nein! Jetzt aber. Ah, das gibt's doch gar nicht. Kann ich echt. Oh nein! Ja! Oh, haha! Beim letzten, ey. So ein Spast. Naja. Gegnerisches Team besiegt. Yes! So, das war's, ne? Ich habe verloren. Unmöglich. Luigi, du hast das Ziel der Fahrtenprüfung erreicht. Wir sind alle total stolz auf dich. Danke. Du hast den Pfad der Prüfung gemeistert. Die wichtigste aller Prüfungen besteht allerdings darin, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Oh, so weiß, so weise. Und die Prüfung wirst du wohl doch bestehen, oder? Ja, klar. Lustig. 5000 Bonus, okay. Oder? Yes, da kommt er. So, ist unser letzter Juwel. Du hast jedes Gebiet auf dem Pfad der Prüfung abgeschlossen. Was für eine Leistung. Das zeigt deine brennende, unbändige Leidenschaft für Minispiele. Als Belohnung vielleicht das Leidenschaftssymbol. Juwel. Es strahlt ein warmes Licht aus, als wäre es voller Freude. Juwel erhalten. Yeah. Alle Juwele haben wir jetzt. Was passiert jetzt? Wow, alle 5 Juwelen. Ich wusste immer, du würdest es schaffen, Luigi. Hey, was passiert denn jetzt? Yes! Das nenne ich immer eine Krone für mich. A crown to the king. For the king. Das ist das Siegerpodest. Nur der wahre Superstar darf es besteigen. Dann ist es wohl Zeit für die Siegerehrung. Okay. Yeah, dicke Party. Aha. Der wahre Superstar steht fest. Alle 5 Juwelen errungen hat nämlich... Wer hat das denn? Yeah. Wow. Luigi! Du bist der Superstar! Oh, mit was für ein Elan er das sagt. Du bist der Superstar! Kann man da nicht auch Sprecher holen, die richtig Bock drauf haben? Nicht schlecht, du hast mir knapp den Sieg weggeschnappt. Du preist den Gewinner, obwohl du verloren hast? Sehr anständig. Beeindruckend, aber nicht zu vergessen, wer das alles mit seinem Organisationstalent erst ermöglicht hat. Der wahre Superstar ist gekürt und der Wettkampf beendet. Somit können sie sich ja wohl alle erst einmal miteinander vertragen. Vorerst. Aber die nächste Party kommt bestimmt. Was? Ihr denkt jetzt schon an die nächste Party? Oh. Mario, yes! Let's go! Yeah! Okay!
Und somit ging die Party erst einmal zu Ende. Aber es ist wohl eine Frage der Zeit, bis der nächste Superstar gekürt wird. So, das ist Singleplayer, haben wir sozusagen durchgespielt. Chef Design Director Tatsumitsu Watanabe. So, die Namen sage ich hier nicht alle auf, das ist ja toller Quatsch. Aber man kann es leider auch nicht überspringen. Lass mal durchlaufen, vielleicht kommt da noch was. Man weiß es nicht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Einmal kurz einen Abschluss zum Spiel selber an sich. Ich finde es mega lustig. Auf jeden Fall ein Partykracher. Kann man gut mal mit ein paar Leuten spielen. Macht auch mega Spaß. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal probiert. Kann ich nur empfehlen. Was richtig gut ist, ein Spiel, finde ich, ist, dass man nicht wie bei den letzten Teilen auf den Schienen fährt, sondern dass man wieder laufen kann. Das finde ich schon schöner. Und ich muss sagen, auch wenn ich einige Kritiken schon gelesen habe und auch Tests im Online, finde ich nicht, dass sie damit recht haben. Ich glaube sogar, die 4 Players hat das Spiel so ein bisschen zerrissen mit 69 Spielspaßpunkten. Also ich glaube, da wollte der Redakteur einfach nur mal auf die Schnelle nochmal schnell einen Test raushauen, weil die recht spät dran waren. Das Spiel war schon draußen und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, man kann das Spiel nicht getestet haben innerhalb von 2 Tagen. Und ich weiß nicht, wie lange die das Testmuster schon hatten, aber naja, wie gesagt, es liegt immer im Auge des Betrachters und wie man das Spieldesign findet und wie man den Spielspaß erachtet. Ich finde, bei diesem Spiel hat wirklich irgendwie alles gestimmt. Ich vergleiche es gerne mit dem ersten vom N64, weil das hatte ich schon sehr cool gefunden. Und ich finde es hier auch ziemlich gut. Also von daher würde ich sagen, für mich kriegt es ist natürlich kein, ich sage jetzt nicht, dass es ein super Spiel ist, dass es irgendwie, was ich 95% bekommen soll oder 100%. Aber ich finde so ein gutes Mittelfeld, so 85 hat es auf jeden Fall verdient. Dafür hat es mich sehr gut unterhalten und mit Freunden und mit Bekannten, wenn ich es ausprobiert habe, fand es auch ganz witzig. Es ist irgendwie eine nette Abendunterhaltung. Dieses Spiel, dann nehme ich noch Overcooked 2 damit rein als Koop-Spiel. Ein anderes, das macht einfach nur Spaß. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei Super Mario. Ich weiß nicht, ob noch weitere Folgen kommen jetzt von Super Mario Party. Vielleicht ein paar Online-Folgen nochmal, wenn das Online-Spiel ein bisschen stabiler läuft. Das ist ein Kritikpunkt, das ich habe, weil das läuft wirklich nicht stabil. Oft fliegt man einfach raus und Leute hauen ab und das macht keinen Spaß. Das muss irgendwie anders geregelt werden. Aber vielleicht kommt das ja nochmal, dass sie da ein bisschen dran arbeiten. Ich habe gesehen, heute ist ein Update rausgekommen. Gucken, vielleicht hat es ja was damit zu tun. Ups, da habe ich eine 1 gewürfelt. Oh, da verbeuge ich mal. Wir können ja mal gucken, was auf dem Spielbrett jetzt passiert. Danke fürs Spielen. Ah, Ursache. Gucken wir mal, vielleicht ändert sich ja was auf dem Spielbrett jetzt. Vielleicht kann man auf dem Stehen rausgehen. Bis zum Ende geschafft. Glückwunsch. Du hast dir das Leidenschaftssymbol erwählt. Und die Krone habe ich auch bekommen. Du hast alle Prüfungen gemeistert. Nice. So. Okay, das zählt wirklich nur für die Prüfung. Aber sie können wir jetzt auch mitnehmen. Was hast du denn für einen coolen Würfel? Spitze. So, wir schmeißen den da raus. Noch ein Trocken. Pompom ist jetzt bereit für die Party. Pompom. Ja, man kann nicht viel machen da drin jetzt. Mir gerade aufgefallen. Bowser ist da. Mag ich nicht. Ja, nee, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Macht's gut.